Leute und herzlich willkommen zu einem neuen CSGO Overwatch Video. Und es ist auf Italy. Was? Okay, ich muss mal ganz kurz leise machen. So, ist besser. Gut. Okay, wir holen uns hier das schöne Interface her. Und der Junge steht 3 zu 3. Okay, der schießt. Okay. Können wir uns vielleicht kurz Tabs angucken? Oh, das ist bei mir so laut. Warum ist das so laut? Oh. Okay. Tut mir leid. So, also. Er steht erst Erste mit 4 zu 3. Okay, also das Tab sieht schon mal normal aus. Ja. Er hat auch eigentlich einen ziemlich schlechten Ping. Aber wir gucken jetzt einfach mal weiter. So. Den hat man gerade gehört, dass der gedroppt ist. Ne, das ist ja sein Teammate. Okay. Ja gut, da hat er ja gewusst, dass der runtergesprungen ist. Ist soweit mal nicht fishy. So, er hat eine. Ja, dann jetzt okay, wieder eine M4. Crosshair ist eher mittelmäßig, würde ich mal behaupten. Da bin ich mir jetzt gerade nicht hundertprozentig sicher, ob er den gesehen hat. Wir machen mal Half. So, da sieht man ihn. Da versucht er einen Spray, kriegt es aber nicht hin. Ja, also bislang nichts Verdächtiges. So, da hat er jetzt gehört, dass einer da oben ist. Ja, also er versucht immer zu sprayen, bekommt es aber nicht hin. Wird gekillt. Okay, also bislang muss ich sagen, sehr, sehr schwer. Sehr, sehr schwer. Muss ich mal bei mir ein bisschen lauter machen. Er spielt jetzt P90. Also würde ich jetzt gegen ihn spielen, er wäre schon mal reported von mir. Okay, kann man mal machen. Okay, warum geht er jetzt da nicht weiter? Hat er jetzt da diese AW gesehen? Hier diesen No- nee, Neuner hat. Neuner hat eigentlich gar nichts. Dieser komische Blick durch die Wand. Okay, er weiß jetzt, dass er da hinten ist und wartet. Okay. Sehr, sehr, also bislang eindeutig clean, ja. Bislang. Aber man soll ja. Okay. Ja, das ist jetzt ein bisschen Wallhack. Pushen wahrscheinlich oder verstecken. Weil man sieht ja, das Crosshair ist nicht hundertprozentig auf dem Head. Vor allem jetzt. Die holen unten die Hostkit. Aber warum er jetzt da runter guckt. Wahrscheinlich wusste er, dass er da hinten steht. Er hat deshalb da nach unten. Gott, da leckt ja einer immens. So, jetzt bin ich mal gespannt. Der Gang ist immer sehr interessant. Okay.
Er läuft halt, wie man sieht, auch nach rechts und links. Okay. So, jetzt one on two. Wenn er das jetzt klatscht, dann. Okay, den hat man nicht hören können, weil er selber gelaufen ist. Und der andere wird wahrscheinlich angesagt. Er guckt nicht in die rechte Ecke. Und er refired? What the? Okay, das war das einzigst fishy. Also Aimbot hat er auf jeden Fall nicht. Also sprayen kann er auch nicht wirklich. Okay, da hat er jetzt gewusst, dass der da steht. Machen wir mal. Ja klar, den hat er jetzt da gesehen, links und will nicht raus. So, jetzt bin ich mal gespannt. Er geht durch die Smoke durch. Also ich muss ehrlich sagen, Spray Control hat er null. Hier können wir mal wieder weitermachen. Er hat die AWE nicht mitgenommen. Jetzt hier rechts lang. Sehr interessant. Das sieht er nicht, dass die Flashbang auf ihn. Okay, kann man mal machen. So, jetzt wird es mich mal interessieren. Jetzt machen wir mal. Jetzt kommt er oben. Und er schaut weiterhin oben, weil er weiß, dass er da kommt. Klar, der kann nicht mehr rechts sein. Du hast ihn nicht weglaufen sehen. Okay. Was aimst du da ab? Wo ist denn der letzte? Ja, du läufst so einfach so rein. Weil du weißt, dass hier niemand mehr ist. Ja, okay. Also Aimbot auf jeden Fall nein. Ja. Weil so schlecht wie der schießt. Und wie der sich immer so zurückdreht, das ist ja echt unglaublich. Okay, jetzt mit der AWE wird es interessant. So, er scoped nicht. Weil der könnte jetzt auch hier schon stehen. Er guckt jetzt wahrscheinlich nicht in die rechte Ecke. Okay. Weil du ja weißt. Ja, aber er ist halt zu schlecht, weil er kein Aimbot hat. Aber wir schauen noch mal eine weitere Runde. So, warum pushst du jetzt nicht? Die Runden davor auch gepusht. Interessante Taktik, muss man sagen. Ja, du siehst ja halt, dass da zwei Leute stehen. Oh, das hier würde. So, jetzt. Er läuft rein und geht dann wieder raus. Alles klar. Weil man sieht halt, wie er anfangs nach unten geaimt hat, ja, und dann hochgeht. Also das heißt, er geht von seiner normalen Crosshair-Höhe, geht er dann hoch. Das ist sehr interessant.
So, jetzt kommt er. Ne, der geht rechts weg. Aber er aimt viel zu hoch für Ave. Er aimt auf. Also ich denke, das ist irgendein Gold-Nova. Weil die Flashbangs sieht man eigentlich herfliegen. Ja. So. Hier oben ist einer, der ist da in dem Räumle drin, wo er die Geißel drin steht. So, die Gegner haben drei Awe. So, nochmal schnell den Blick nach hinten, ob da auch niemand mehr kommt. Und dann. Das hätte ich gerne in langsam angeguckt. Jetzt genau den Frag habe ich natürlich nicht in langsam angeguckt. Okay, der war ja lowlife. So, jetzt bin ich mal auf den letzten gespannt. Ja, Also, klar, Aimbot, nein. Aimbot eindeutig nein, also ich muss dieses scheiß Fenster wegmachen. Aimbot nein. Nichts, das, nichts, das, nichts. Also von den Sachen, was ich gesehen habe und allem. Ja. Ich sag, dass er Freunde hatte. Und er sozusagen nicht zeigen wollte, dass er Wallhack hat, ja, und dass er sozusagen ein bisschen versteckt hat, weil die Spielweise war schon ziemlich hart so, weil die Gegner waren ja eigentlich auch nicht schlecht, weil den Hacker selber würde ich eher als low einschätzen. Deshalb würde ich ihm auf jeden Fall das hier drücken, ja. Und damit bedanke ich mich für diese Folge und wünsche euch noch einen schönen Tag und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.